los, probieren Sie es nochmal. Ah, stopp! Ja, das, was jetzt Münchhausens Enkel heisst, ist latent schon ein altes Projekt zwischen Dani Rohr, Dani Futter und dem Peter Schweiger. Wir haben immer schon etwas zusammen machen. Und dann ist vor einiger, gar nicht allzu langer Zeit, dass der Dani Futter mit der Münchhausen-Idee kam. Er zog sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf. Das ganze Retour. Und er gesagt, das ist doch wie ein Fuß aufs Auge zu unserem jetzigen Finanzgebaren. Und dann habe ich ihn ziemlich kurzer Zeit, also es ist reingegangen, was aber beim Schreiben ein gutes Zeichen ist, habe ich das Stück geschrieben. Jawohl, geh mal hoch. Und es war schlechterdings unmöglich, ihm zu entkommen. In seinem Schrecken legt er sich platt in den Schlitten nieder. Der Baron und nicht der Wolf schloss die Augen. Und ließ sein Pferd zu ihren beiderseitigen Besten allein agieren. Also die Idee zum Bühnenbild war für mich eigentlich fast von Anfang an klar. Ich habe Tina vorgeschlagen, dass ich es so einfach wie möglich haben möchte. Genau die Dinge, die nötig sind, nicht ein Requisit mehr. Er griff also dem Wolf tief in den Rachen, ganz hinein, bis der Arm bis zu den Schultern in ihm drin war. Blitzschnell, bevor das Ungeheuer zubeißen konnte, und fasste ihn von innen am Arschloch, verzeiht Sie mir ausdrucksweise, Chopin, aber so war's, mit einem krummen Finger hackte er sich von innen ein und dann zog er den Arm mit einem satten Ruck zurück, alles in einer Bewegung wie bei einem Handschuh, und stülpte den Wolf einfach um. Innen war nun aus! Die Leidenschaft, wenn ich eine habe, dann ist es die in Bezug auf die Sprache. Da kann ich die Schauspieler sehr nerven, weil ich nämlich unbedingt will, dass nicht nur das, was da steht, vom Autor gesprochen wird, sondern auch, wie es gesprochen wird, dass das Musik ist, dass das jede Art und Weise, wie man es spricht, bereits eine Veränderung des Inhalts oder eine Präzisierung des Inhalts ist, eine Färbung. Und das ist schon etwas, wo ich denke, da bin ich ziemlich leidenschaftlich in der Arbeit. Ich greif ihn tief in den Rachen, blitzschnell durch alle Wiesenreserven und Fremdgeldanleihen und Staatsverschuldungen hindurch bis ans andere Ende, dort wo sie normalerweise die Verschuldungskredite ausscheidet. Der Jordan, oder wie der Hildebrand jetzt heißt, den kenne ich. Der hat eine Beißhemmung. Bevor der Papp sagen kann, stülp ich ruckzuck seine ganze Nationalbank um. Und? War jemand da? Du spürst plötzlich ganz deutlich, dass du das Nichts bist, von dem du immer gedacht hast, dass du es bist. Schreiben und Leidenschaft. Ich habe schwer, auf das zu reagieren. Zweifellos bin ich jemand, der zu gefühlfähig ist, sonst wird man nicht Schriftsteller, das ist ganz ausgeschlossen. Gleichzeitig ist Schreiben ein Vorgang, der mit einer merkwürdigen Spaltung stattfindet. Also wenn du über Leidenschaften, über Passionen, über was auch immer schreibst, ist die Schreibgefühl nicht unbedingt Leidenschaft, sondern eine Art distanzierte Betrachtung von diesem Phänomen. Und das Spalten muss man können, man muss zur Distanz fähig sein, und das, glaube ich, kann ich einigermaßen gut. Andererseits ist klar, dass ich ein obsessiver Schreiber bin, der jeden Tag schreibt, und von nichts kommt ja nichts, jetzt mache ich das seit 50 Jahren, das muss ja irgendwelche Gründe haben. Wir durchleben eine transitorische Zeit. Epoche A wandelt sich in Epoche B.